Oh ja. Das tut gut. Let's play my test. Itawila. Läuft. So, okay. Ja. 1, 2, ja, da war ja, da war ja dieser kleine Unfall hier. Danke dafür. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Einer fehlt noch. Boing. 1, 2, 3, 4, weg mit dir. 1, 2, 3, 4, weg mit dir. Yay, hardcore, voll nice. Und der Baum muss auch noch weg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hallo? Achso, ja. So, perfekt. Sehr schön. Okay. Dann muss ich jetzt quasi die gesamte Innenfläche von Gras und Gedöns befreien. So. Mache ich nochmal eine Fuhre? Ja, ne, doch. Bis wir so weit sind, dass wir den Innenbereich ausbauen und damit der Baum hier stören würde, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Von daher, solange wir Zeit haben, bepacke ich den Baum am besten auch nochmal. So. Schnauze da draußen, Alter. Ich hasse Hunde, die rumbellen. Kann man nicht einfach allen Hunden auf der Welt gesetzlichen Maulkorb verschreiben? Man müsste, wisst ihr, es ist ja mittlerweile so DNA-Forschung und so, ne? Und die ist ja schon relativ weit. Könnte man nicht Hunde züchten, die von sich aus schon einen Maulkorb haben? Das wäre doch mal geil. Oder Hunde, die einen Lautstärkeregler haben. Es geht alternativ natürlich auch. Dass man einfach so ein bisschen den Bass ein bisschen reindrehen kann, noch Super Bass aktivieren kann. Dann einmal gib ihm. Okay, der Baum kann ja auch. Ja, doch. Ich nehme den Baum mal hier auch weg. Der stört zwar nicht direkt, aber er ist ein bisschen sehr nah an dem Haus dran. Ne? Ja, von daher kommt er erstmal auch mit weg. So, wir brauchen Holz. Und zwar nicht gerade wenig. Das heißt, wir sollten uns erstmal eine Axt nehmen und da hinten ein paar Bäume ankloppen, damit wir die während wir da vorne bauen schon mal abbauen. Danke dafür. Die nehme ich auch gleich mal mit. So, und dann gehen wir hier mal einfach mal die Reihe rum. Du kommst weg. Du kommst auch weg. Na, hallo. Ich würde da gerne ran. Mach ich halt erstmal den hier. Schnauze jetzt hier. So. Digga, ich bin der richtige Formel 1-Wagen hier. Komm ich da ran? Ja, nein. Da komm ich ran. So, du musst leider auch dran glauben. Nee, Orangenbäume nicht, sondern nur normale Bäume. So, okay, das sollte erstmal reichen. Ich mach trotzdem nochmal die hier auch weg. Weil die mir gerade hier im Wege rumstehen. Einfach weil ich sie hasse. Okay, ich dachte schon, der letzte Baum wäre jetzt so ein dickster Musterbaum. So, ups, meine erste Axt ist damit auch schon vorbei. Geschichte. Okay, und dann können wir jetzt, während die Bäume hier in aller Ruhe im Hintergrund sich fällen lassen, können wir die Zeit nutzen und hier schon ein bisschen, Holz die Dolzen. Das heißt, wir brauchen ganz viel Holz. Alles. Einfach erstmal komplett alles. Wir werden definitiv alles brauchen. Keine Angst.
Und wenn wir gerade schon mal rumsitzen, können wir natürlich auch gleich mal die Fenster machen. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Also wir haben 5x4, halt, also wir haben 18 Flächen außen an der eine Kacke da. Eine davon ist eine Tür. Oder mache ich zwei Türen? Ne, eine Tür reicht. Also haben wir nicht 18 Flächen, sondern 17 Flächen. So. In jede Fläche kommt ein Fenster mit 4 Frames, also 4 so eine Gitterdinger. Ne, daraus mache ich ja immer meine Fenster. Das heißt, wir haben 17x4, das ist also für die, die nicht so ganz so kompliziert rechnen können, machen wir teilen was auf. Wir haben 10x4 plus 7x4, lässt sich einfach rechnen. Das sind dann 40 plus 28, heißt also 68. Wir brauchen also 68 Dinger. Ich brauche erstmal hier Holzstöcker, fällt mir gerade ein. Wobei, Holz haben wir ja. Ich nehme mal hier die ganzen, die wir schon hier rumliegen haben. Da haben wir nämlich eine ganze Menge. So. Und nein. Und danke. Danke. Och, leck mich doch einmal bitte richtig mit Schmackes. So. 68. Perfekt. So. Ja, komm. Ach, komm jetzt hier. Meine Güte. Oh, was hatte ich total gemacht. So. Noch 12 Holz. Noch 12 mal Holz. Dann sind wir auch schon dadurch. Sehr schön, läuft doch. Oh! Oh! Den hatten wir, glaube ich, schon mal gesehen, oder? Nice. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir auch gleich wieder ein paar Äpfel. Naja, cool. 8 Stück. Wow. Echt voll viel. Hat sich ja voll gelohnt. Arschloch. Und wir haben vor allen Dingen schön viel Brennmaterial. Wir können gleich mal was reinschmeißen in den Ofen. Und zwar davon, wovon wir am wenigsten haben. Also euch. Wobei andererseits, wir sollten... Ich werde mal... Egal was. Wir werden mal von jedem... ein Stack wegpacken. Man kann es ja vielleicht immer noch mal gebrauchen, ne? Weiß man ja nicht. Das heißt, wir machen tatsächlich doch genau andersrum. Wir werden nicht das zuerst verbrennen, wovon wir am wenigsten haben, sondern wovon wir am meisten haben. Und am meisten haben wir derzeit halt tatsächlich hiervon. Von den ganz normalen Blättern. Ganz klar, weil wir gerade die ganzen Apfelbäume abschlagen. Das heißt, das ist auch das, was erstmal primär hier reinkommt. Bup, fertig. Okay. Holz. Wir haben Holz. Noch. Nee, haben wir noch. Doch haben wir Holz. So, du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da. Wir haben gerade mal 73 Holz. Ernsthaft? Das ist aber echt wenig. Da werden wir noch so einige Bäume abfällen dürfen. Na gut. Noch 1, 2, 3. Hier. Hä? Oh. Ja, das war natürlich voll intelligent. Ich bin stolz auf mich. Nani? Ist das irgendwas hingebaut? Nein. Also, das mit dem automatischen Abholzen scheint irgendwie nicht zu funktionieren, wenn Holz in der Nähe ist. Kann das sein? Scheiße. Nani! Jetzt habe ich hier schöne Zwiebel verschwendet. Das geht doch nicht. Habe ich jetzt gerade abgebaut? Die Zwiebeln? Oder habe ich die. Habe ich den Holzblock schon zu früh hingesetzt? Man weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich, wäre jetzt auch nicht so schlimm, weil wie gesagt, Zwiebeln haben wir massig. Aber man muss ja nicht alles hier verschwenden, nur weil man so viel hat. Ja, ich sag's ja. Wenn Holz in der Nähe ist, dann ist das hier mit den Blättern abholzen gar nicht so. Funktioniert immer nicht so gut. Ich weiß nicht, okay. Na gut, kann man ja manuell nochmal nachgehen. In the ass.
Wow. Wow, einfach wow, einfach kompliziert. Ich meine, wir haben zwar noch andere Flächen, wo wir Lücken im Boden drin haben. Aber das wird gerade einfach stolz. Das wird einfach stolz. So, jetzt auch wieder die Hälfte nicht abgebaut. Das ist mir viel deprimierend. Bup. Sehr schön. So. Okay, das ist erstmal die Umrandung von dem Haus. Dann wird hier in der Mitte wird die Tür hinkommen. Das heißt, du kommst weg und du kommst weg. Dann werden hier zwei Zimmer sein. Eins ist 2x2 groß. Nein, nein. Doch, Mann, Nani! Oh mein Gott. Okay. So. Haben wir ein 2x2 Zimmer. Das gleiche mache ich am besten auch hier hin. So. Auf. Weg mit euch. Ich steht im Weg. Merkt ihr das nicht? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, dann sollten vielleicht. Ich mach mal hier und da die Lücke für die Türen. Ne, zum Beispiel brauchen wir auch Türen, ganz klar. Alles andere wird ansonsten ein bisschen komisch. So, hier kommen dann wieder die Stützen hin. So, jetzt ist die Frage, machen wir hier ein großes Zimmer oder machen wir hier auch nochmal zwei Zimmer, die auch dann wieder jeweils 2x2 sind? Oder wie machen wir das am dümmsten? Wisst ihr, was wir auch machen könnten? Ist, wir machen hier ein schmales Zimmer, was 1x5 ist, oder machen hier zwei Zimmer hin oder sowas, keine Ahnung, so Küche und so, und machen hier nochmal einen Flur hin. Dann ist der Flur quasi so als T-Stück, ne? Dann haben wir hier so quasi so ein paar kleinere Zimmer. Oder wir machen doch tatsächlich hier zwei 2x2 Zimmer. So. Dann haben wir praktisch hier einen länglichen Flur, der bis hinten geht, und dann haben wir hier gesagt noch und da noch ein Zimmer. Vielleicht können wir mal, also wir haben hier ein Zimmer, was wir als Schlafzimmer nutzen könnten, dann haben wir hier noch ein Zimmer, was wir als Lager nutzen könnten. Da bräuchten wir quasi bloß noch sowas wie eine Küche und sowas, und da wäre wahrscheinlich ein länglicher Raum tatsächlich besser. Dann machen wir das auch so. Oder wir machen einfach eine richtig moderne Hybridbauart. Wir machen hier so ein Zimmer hin. Bam. Bam. Und lassen hier komplett offen. Dann haben wir quasi hier so ein 1x3 Zimmer, wo eine Küche und so drin ist. Und der Bereich ist komplett offen. Also quasi Fortsetzung von dem Flur, wo dann so Esstisch und so eine Scheiße ist. Also quasi Unterhaltungsmedien. Mal gucken, wie das wird. Die Küche sollte natürlich nicht ganz zugebaut sein. Vielleicht sollte ich die hier auch eher offen lassen. Halleluja! Wir sind am dümmsten. Na gut, wenn wir mal gucken. Also hier unten kommt erstmal Holz hin. Aber vielleicht werde ich das Holz hier nicht komplett nach oben ziehen. Sondern werde es hier eher so flach belassen, das Holz. Dass man hier praktisch so eine Art Tresen hat. Und hier werde ich komplett offen lassen. Ist das gut so? Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal hier so zwei hin, hat man hier so einen breiten Durchgang, aber, also, genau, hat man hier einen breiteren Durchgang, wo auch keine Türen drin sind, sodass das quasi offen ist,
aber immer noch ein für sich geschlossener Raum. Genau, dass man hier praktisch so, ne, so Esszimmer und so eine Scheiße, kann man hier reingehen in die Küche, wo dann hier so die Herde und so steht, also Öfen, kennt man ja. Hier hat man dann, wie gesagt, so einen großen Flur. Ist doch eigentlich ganz geil. Nice, gefällt mir. Gut, das heißt, wir werden jetzt, ich schalte mal noch mal ein bisschen Holz ab. Wir werden für die Pfeiler hier noch eine ganze Scheißmenge an Holz brauchen. Wir müssen auch noch ein paar Pfeiler hinstellen, und zwar hier so. Einmal da so. Und das war's auch schon, glaube ich, oder? Genau, war der einzige Pfeiler, der noch gefehlt hat. Ja. Na, eigentlich in die Zimmer müsst ihr auch noch einen Pfeiler rein, hier so. Aber so mitten in so einem Zimmer ein Pfeiler? Ha, wir können natürlich auch das Dach etwas stabiler bauen, sodass das Dach nicht überall getragen werden muss. Dass das Dach quasi über größere Flächen selbst tragend ist. Könnte man natürlich auch machen. Ich meine, klar, es gibt bei Minecraft keine Physik, ich bräuchte sowas also nicht machen, ich weiß, aber ich persönlich versuche immer schon so ein bisschen realitätsnah zu bauen. Gerade was so physikalische Sachen angeht. Wir machen erstmal Pfeiler hin, dann können wir später gucken, wie das Dachkonstrukt wird. Und wenn wir dann tatsächlich es irgendwie hinbekommen, ein Dach zu bauen, das selbsttragend aussieht, dann können wir die Pfeiler immer noch weglassen. Der Pfeiler, den können wir hier tatsächlich lassen, oder wir sollten den auch wegnehmen. Na gut, ich würde mal sagen, wir bauen das gesamte Dach selbsttragend. Heißt also quasi, dass die ganzen Pfeiler, die hier sind, komplett weg können. Und die Pfeiler, die hier sind, quasi weg können. Und dass praktisch nur hier in der Mitte Pfeiler sind und halt außen die Pfeiler sind. Und das Dach dann quasi so in die Richtung mit Bögen bespannt werden. Dass das praktische Dach dann so selbsttragend ist. In die Richtung kommen also praktisch so mehrere Pfeiler hin, so, ne, so der Reihe nach. Die dann praktisch immer so selbsttragend sind, sodass man praktisch in... sodass man praktisch in der Richtung immer alle fünf Blöcke einen Pfeiler braucht. In die Richtung, aber durch die Bögen nur alle 10 Blöcke. Also alle 9 Blöcke. Doch, alle 10 Blöcke. Alle 10 Blöcke. Irgendwas Tragendes halt braucht. So, du kommst jetzt endlich mal weg. Ist alles reif. Also von daher. So. Okay. Dann. Oh, hier sind wir auch noch. Dann brauchen wir also noch eine ganze Menge Holz. Ja, da hinten sind ja noch Pilze. Digga, wir könnten ein gesamtes Haus aus Pilzen bauen. Aus Pilzen! Dann werden die Pfeiler aus diesem roten Zeug, was da oben ist. Und die Zwischenwände werden aus diesem Stiel, was so weiß ist. Würde vielleicht tatsächlich sogar gar nicht mal so schlecht aussehen. Das war eine absolute Katastrophe, aber oh, ein Hase ist gefangen. Nee, der kommt raus. Nein, flieh nicht! Der Bonus Lava! Ha, du bist gestorben. Ja. Okay. Und hier hinten können wir dann so Beete und so einen Scheiß hinmachen. Ne, will ich auch noch machen. Weil, ne, das ist doch der Grund, weswegen ich hier so eher so auf Doom Eternal. Minecraft Etherwheel oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Gerade so mehr Lust habe, weil man hier dann später auch noch richtig schöne Beete mit hoffentlich verschiedenen Pflanzen machen kann. Was halt an Doom Eternal. Ich deine Oma. Ja, was an Doom Eternal halt einfach geil ist. Man kann in Doom Eternal Pflanzen züchten. Yay! Müsste man eigentlich mal eine richtige Mod für machen. Doom Eternal, der neue Farm-Simulator. Ich meine ganz ehrlich, in Doom, ne, also jetzt so Vanilla-Doom. Okay, Vanilla Doom vielleicht nicht, aber in GZ Doom ist ja relativ mächtig. Da könnte man tatsächlich vielleicht so eine Mod sogar implementieren, dass man als Farm-Simulator praktisch so Pflanzen züchten kann, die dann so als Sprite auftauchen, ne? Und die man dann praktisch mit, ne, wenn man sie praktisch angreift und sie Hitpoints verlieren,
dass dann halt ein Skript ausgeführt wird, was dafür sorgt, dass es dann so ausgeht, als wenn man die ernten würde, könnte man technisch sogar relativ gut implementieren. Aber ich glaube, in Doom 2016 oder Doom Eternal wird das dann doch schon schwieriger. Ich meine, ich weiß nicht, wie komplex oder wie veränderbar die Engine sein wird, was man da alles so machen kann, aber von Doom 2016 zum Beispiel, da gibt es ja quasi nur diese Snap Map. Und da kannst du quasi zwar eine Map erstellen und in der Map Skripte, dass man praktisch sagen kann, wenn der Spieler das macht, machen die Monster das und das und so eine Kacken. Oder wenn der Spieler das macht, öffnet sich die und die Tür oder die und die Falle oder aber so stark eingreifen, dass du da komplett neue Spiele draus erstellen kannst, wage ich dann doch eher zu bezweifeln. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall tatsächlich... Oh, okay, den Holzblock hat ja doch abgebaut. Lol. Mir war es irgendwie so, dass wenn diese Cut-Mod, wenn man hier irgendwas automatisch abcuttet, also abfällt, dass er denn nur auf das achtet, was das Gleiche ist. Heißt also, wenn ich jetzt auf so einen normalen Baum klicke, dass er dann auch nur das normale Holz und die normalen Blätter abbaut. Aber scheinbar scheint er da wirklich einfach alles abzubauen, was Holz ist, also was Baumstämme sind und Blätter sind. Egal was für Holz oder, also was für Baumstämme und was für Blätter. Weil Holz lässt er ja in Ruhe, ne? Hat man ja gesehen. Das Holz hat er da gelassen. Ansonsten wäre es blöd gewesen, weil er hätte sich nämlich nach und nach durch unser gesamtes Gebäude gefressen. Ne, macht er nicht. Okay. Lässt er erst gar nicht zu. Da kommt nicht mehr der Counter. Schade. Wäre witzig gewesen. Ich meine, man kann jetzt zwar nicht speichern, aber wäre halt schon krank, wenn man hier so Holz abbaut und man dann so sieht, wie so nach und nach das gesamte Haus weg. Wäre schon geil. Okay, wie gesagt, wir brauchen Holz, das war eine ganze Menge. Das heißt, ich werde nochmal Kahlschlag machen und ich werde mir aber vorher nochmal ein paar Äxte bauen. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Stein ist hier in der Warte, wir sind schon wieder voll. Warum haben wir Stein dabei? Haben wir irgendwo Stein abgebaut oder haben wir das noch irgendwie im Inventar wegen Wild West der Geier was? Ja, suspekt. Orangen sind gut für Orangen. das heißt, wir brauchen. Was brauchen wir denn jetzt? Genau. Stein und Holz, also Stöcker. Das ist alles, was das Herz begehrt. Alles geht. Bumm. Ich sag gleich mal komplett voll. Ich sehe, kann man es eigentlich so limitieren? Yay! Digga, was geht? Jetzt ist zwar mein Inventar zugekleistert, hat also nicht so viel gebracht, aber es geht zumindest schneller. Wie als würde ich jetzt jedes Mal, also sieh mal hier so und dann runter wieder klicken, wieder hier raufklicken, wieder runter, ne? Also ist schon eine gewisse Geschwindigkeitssteigerung zu erkennen. Sag ich jetzt mal so. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, kann ja sein. Wies man ja nicht. War auf jeden Fall witzig gerade. So, wie gesagt, wir werden jetzt mal hier mal eine ganze Menge Bäume fällen. Wir dürfen uns aber nicht so weit wegbewegen von unserem Gebäude, weil, wie gesagt, die maximale Range, die man sich von diesen automatischen Abbauen entfernen darf, sind 80 Blöcke. Von daher sollten wir lieber hier da in die Richtung gehen. Da bleiben wir nämlich näher an unserer Hütte. So, machen wir den Baum hier noch weg. Ich schleiche durch den Wald. Was? Ich hab schon wieder Hunger? Das gibt's doch ja nicht.
Ja, ist ja gut. Danke. So, sollte das mal reichen. An Holz. So, jetzt müssen wir uns hier schön in der Mitte aufhalten, damit wir von keinem von den Seiten irgendwie mehr als 80 entfernt sind. Wobei, ich weiß gar nicht, wie hoch, wie viel 80 sind, aber das hier sind über 10. Das heißt, in beide Richtungen, ja, geachtet, da sollte das alles auch in unserem Bereich drin sein hier, von 80 mal 80. Und wir haben schon viel Holz. Das ist doch gut. So, dann haben wir hier mal ein bisschen ein paar Äxte bereit und hier Holz. Perfekt. Okay, die Sache ist, jetzt anfangen schon zu bauen, dann muss ich ja die Axt aus der Hand legen. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Aber es ist ein bisschen warten, sind ja bloß noch 20 Stücke Holz, laut dem Ding, was er immer sagt. Wir haben gerade, hier haben wir 5, hier haben wir 4, heißt also wir haben 18 Außenfelder, jeweils 4 hoch, und dann natürlich noch das Dach, ne? Wir werden arsch viel Holz brauchen. Das heißt, ich werde manuell ein paar Holzbäume pflanzen. Holzbäume pflanzen, klar. Es gibt ja auch Metallbäume. Holzbäume, Alter. Intelligenzquotient minus 1. Haben wir hier Samen? Ne, haben wir nämlich nicht. Das ist nämlich genau das Problem. Man bekommt nur die ganzen Blätter, ohne dass die in Samen umgewandelt werden. Das heißt, wir müssen manuell selber jetzt hier abbauen, um an Samen ranzukommen. Etwas, das ich persönlich nicht ganz begrüßen kann. Wenn ich mal ehrlich bin. So, wie viele haben wir schon? 25, na geht ja. Hä, hey, aber gerade doch. Bin ich jetzt bescheuert? Kommen wir doch Samen? Ja, bekommen wir. Was laber ich denn schon wieder für einen Scheiß hier? Ey, Ronny, du von Depot. So, zu nah am Haus vielleicht nicht, aber wenn ich sie hier so hinpacke, sollte das eigentlich reichen. Das heißt, du kommst mal weg, du bleibst da. Ich hab schon wieder Hunger. Ja, diese Woodcutting-Mod, die verbraucht schon, der merkt man schon. Oder alles sagt, da verliert man seinen Hunger schnell aus dem Blick, weil der die Bäume fällt, sind ja wir selber. Ne? Das heißt, uns wird halt unser Werkzeug, also bei unserem Werkzeug, was wir gerade in der Hand haben, wird es abgezogen. Aber auch bei unserer Nahrung natürlich. So, das sollte dann Holz erstmal reichen. Für die nächsten 3 Minuten. Gut, dann können wir schon mal anfangen, hier die Dinger hochzuziehen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Fuck you. Haben wir Rechte? Nein. Ach, Henne. Du Hurensohn. So. Prost. So, jetzt haben wir hier nämlich jetzt können wir auch in uns praktisch reinbauen. So. Auch wenn wir Noclip an sich nicht aktiviert haben, ne, ist ja hier, ne? So, jetzt ist
Geistmodus aktiviert, aber auch wenn es deaktiviert ist, können wir in uns reinbauen. Können wir noch. Warum funktioniert es ab und zu so wie gerade eben und jetzt nicht mehr? Aber es halt doch aktiviert, ist mir doch scheißegal. So. Damit können wir nämlich hier leichter so bauen. Tada. Und müssen nicht jedes Mal 20 Mal springen, bis wir einmal bauen können. Ist eine geile Sache, weil, wie gesagt, man kann da so nirgendwo reinlaufen, weil um reinlaufen zu können, braucht man nämlich den Geistmodus und Free Move. Also, dass man halt fliegen kann, quasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das war zu viel. 1, 2, 3, 4, ja. War ein bisschen zu viel. Ich meine, später kommt da wahrscheinlich doch noch was drauf, weil eben das Dach ist ja auch wieder egal, aber ich mache erstmal 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich auch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Penis. Was ist das denn für eine komische Skulptur? Das ist Satankreuz. Ich komme in die Hölle. Ich hab's gewusst. So, mach ich am besten an der Stelle auch erstmal Feierabend. Oder? Doch, müsste eine halbe Stunde rum sein. Weiß ich selber gerade gar nicht mehr. Ich blick selber gerade gar nicht mehr durch. Wo ist der Ordner? Das alles solltet ihr niemals sehen. Was ich hier alles drin habe, ist alles geheim. Vor allem ein spezieller Ordner. Endpile. Nee. Was suche ich gerade? Record Session. Das da. Jetzt bin ich mal kurz gucken. Genau, ist die dritte Folge. Und die geht echt schon eine halbe Stunde. Bin ich jetzt gerade bekloppt oder so? Ich weiß nicht. Doch, tatsächlich eine halbe Stunde. Alles gut. Okay, na dann machen wir jetzt an der Stelle Feierabend, ne? Dann sehen wir uns morgen. Nee. Gleich, also heute noch, zur nächsten und letzten Folge. Für heute, für diese Woche. Ciao, ciao.